Ja, hallo ihr Lieben. Da freue ich mich, dass ich heute ein etwas anderes Video auf meinem YouTube-Kanal habe für euch. Und zwar habe ich heute eine von meinen Morgenlicht-Coaches eingeladen für ein kurzes Gespräch. Und zwar habe ich heute die Cookie hier. Cookie, schön, dass du da bist. Sehr gern. Ja, und ich dachte, wir fangen vielleicht unser Gespräch so an. Wir wollten nämlich heute über das Thema Trauer sprechen und den körperfreundlichen Umgang damit. Aber dass wir nicht gleich in so tiefes Fahrwasser kommen, dachte ich, ich frage dich erstmal, wie du meine Ausbildung damals gefunden hast, das Morgenlicht-Coaching und vielleicht auch, was du so von da mitgenommen hast seitdem. Ja, gern. Und das ist ein anderer Einstieg, als gerade so in das doch recht tiefe Thema rein. Bin ich auch froh drum. Also ich bin ja seit gut 20 Jahren schon Coach und ich unterscheide inzwischen nach der Morgenlicht-Coaching-Ausbildung in sprechender Coach und körperorientierter Coach. Das war mir vorher so nie klar, aber die Wirksamkeit und auch das Arbeiten damit ist um so vieles schöner und höher. Das hätte ich mir vorher gar nicht vorstellen können. Und ich bin sehr dankbar, dass ich da beim ersten Durchlauf dabei sein durfte. Und ich arbeite jetzt auch damit, habe mich auch damit wieder selbstständig gemacht. Das hat mir sehr viel Mut gegeben, das zu tun. Und ich finde das eine unglaublich tolle Methode. Ja, total schön. Ja, das ist irgendwie total lustig zu merken, dass wir jetzt praktisch den Coaching-Bereich sehr ausgedehnt haben in Richtung Körper und wir sehr, sehr in die Tiefe da gehen. Und nicht so sehr in unserer Arbeit jetzt nur über die Dinge sprechen, was natürlich auch ein kleiner Teil ist unserer Arbeit, aber das ist nicht der Hauptteil, sondern der Hauptteil ist ja, dass wir in den Körper auch reinlauschen. Und vielleicht ist das ein schönes Stichwort für in unser Thema einzusteigen, weil Trauer, die uns ja begegnen kann in unserem Leben, oft unvorbereitet, die ist ja auch etwas sehr Körperliches, wenn man so möchte. Mhm. Kannst du da irgendetwas dazu sagen, dazu, was, wie sich das anfühlt, in Trauer zu sein? Wie macht sich das bemerkbar bei uns? Gerne, Lea. Also ich kenne es ja aus eigener Erfahrung und das ist so eine Atemlosigkeit und Druck auf der Brust, den man verspürt. Gerne über Stunden, über Tage, über Wochen oder in der Magengegend. Die Verdauung funktioniert nicht mehr. Man hat wirklich auch da einen Druck drauf. Schwierigkeiten beim Denken, in der Koordination, auch Abgeschlagenheit, Müdigkeit, so das Gefühl vom Abgeschnittensein vom Leben. Herzstechen ist auch gerne etwas, was ich von meinen Klientinnen und Klienten und mir kenne. Natürlich auch die Schlaflosigkeit, die dann nicht wirklich alles verbessert, sondern nur noch verschlimmert. Also es sind bis dahin zu Panikattacken, die dann gern nachts einem das Leben schwer machen. Und dieses Paket von diesem Trauerschmerz, es heißt ja auch Schmerz, es scheint ja schon immer was Körperliches gewesen zu sein, so auch wenn man unbewusst mit der Sprache umgeht, das ist schon ein ganz großes, also sehr viel Körperliches dabei. Ja. Du hast jetzt so eine ganze Reihe von Körpersymptomen aufgezählt und ich weiß einfach so von, sage ich mal, dem Mainstream-Umgang mit Trauer, dass man ja da so oft das Bild suggeriert bekommt, du bist dann einfach nur traurig. Du bist also in einer Emotion, in einem Gefühl und dir laufen die Tränen runter und du bist so ein bisschen in dich gekehrt. Aber was du jetzt beschrieben hast, ist ja wirklich auch ein schockierter Körper, ein Körper in der Überforderung, der das nicht verarbeiten kann, was er da erlebt hat. Und ich denke da gerade einfach daran, dass unser Umgang in der Welt damit wahrscheinlich einfach überhaupt nicht so unbedingt der richtige ist, weil wir arbeiten mehr mit der Vorstellung, komm, lass uns drüber reden. Ja. Genau. Und das ist das, was man dann in dem Moment teilweise gar nicht kann. Man kann schwer
artikulieren, weil auch das Denken, das Formulieren so schwer fällt, weil man in diesem Freeze-Zustand, also in dieser Starre teilweise, so festgehangen ist, dass man es gar nicht ausdrücken kann. Also ich weiß es auch von mir und jetzt speziell von einer Klientin, die ich aktuell begleite. Das empfindet man selber ganz schlimm, wenn man sonst sehr kommunikativ ist. Das Umfeld, das auch gewöhnt ist, dass man so kommunikativ ist. Aber man kann plötzlich das gar nicht zum Ausdruck bringen, wie es einem jetzt geht. Mhm. Und dann kommen eben so gut gemeinte Sätze mit, ah, du bist zu stark oder du musst jetzt stark sein oder das verschlimmert dann alles nur noch. Also man zieht sich immer nur noch mehr zurück, ne, und kommt in diese, ich kenne es als Starre. Es ist schon bei jedem anders und sehr, sehr individuell. Das muss man auch sagen. Ja. Genau, weil wir ja von unserer körperlichen Konstitution, unserer inneren Widerstandsfähigkeit, sogar bis hin zu unserer Seele, wir sind ja alle unterschiedlich. Das heißt, wenn auch zwei Menschen eine ähnliche Trauersituation durchleben, kann das jetzt ganz unterschiedlich sein. Bei dem einen, der steckt Sachen vielleicht ganz anders weg als der andere oder reagiert anders darauf. Ich möchte gerne nochmal darauf eingehen, was du mit diesem Freeze und dieser inneren Erstarrung gesagt hast, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man in Trauer ist und man gerät in diese Erstarrung, dass Leute ja irgendwie, die dir vielleicht auch helfen wollen, dann so ganz, ja, vielleicht auch mit dir reden wollen und wissen wollen und sag doch mal, wie es dir geht und sei da oder wir meinen es ja nur gut. Wie ist das dann in solchen Momenten im sozialen Umfeld? Ja, ich würde sogar ausweiten auf Experten oder Expertinnen, also auf zum Beispiel Psychotherapeutinnen, was ich erzählt bekommen habe, aber auch selber erlebt habe, die dann damit sehr viel sprechen und mit dich sehr viel fragen, versuchen, da irgendwie herauszubewegen, was einfach nicht funktioniert. Und du dann noch mehr das Gefühl hast von, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, ich komme da gar nicht mehr raus und nach Hilfe bitten kommt dir gar nicht in den Sinn, weil dir wird ja Hilfe angeboten und jemand fragt ja und ist ja da und du fühlst dich nur noch schlechter, weil es nicht funktioniert. Du überhaupt nicht, ja, wenn du in der Starre bist, kannst du schwer tanzen. Also auch wenn dich jemand zum Tanzen auffordert, jetzt übersetzt mit Sprechen, das klappt einfach nicht. Und da habe ich sehr absolut sensationell, ich muss es wirklich sagen, es war für mich eine Rettung, sehr heilsam erlebt, die Sitzungen mit dann einem Morgenlicht-Coach in, wo wir genau daran gearbeitet haben. Das allererste Mal durfte ich bei mir bleiben, bei meinem Körper bleiben, schildern, wie es mir geht. Und plötzlich ging das nämlich auch, weil ich ja nicht sagen musste, warum, weshalb, wohin, sondern das tut weh und das, so fühlt es sich an, das ist es. Und immer sehr vorsichtig und dosiert, weil in der Trauer hast du einfach auch Angst, dass es dich wieder erschlägt, weil es ist einfach sehr viel, was auf dich zukommt. Und das ist sehr stark und das ist eine Menge Arbeit. Deswegen heißt es auch Trauerarbeit. Und was im Morgenlicht-Coaching so schön ist, dass es so sanft und dosiert werden kann. Also es ist nicht so überfordernd, sondern es fordert dich immer nur gerade so viel heraus, wie du geben kannst, wie du umsetzen kannst. Und das habe ich für mich dermaßen positiv erlebt, dass ich mich wild dazu entschlossen habe, Morgenlicht-Coach zu werden und so dankbar bin. Ja, wirklich, weil das... Das ist so ganz anders als alles andere, was auf dem Markt ist. Ja, und wenn man es selber erlebt hat und genesen ist dadurch, dann möchte man das gerne weitergeben an die Menschen, die es gerne auch probieren wollen und einmal brauchen könnten. Ne? Genau, ich hake gerade nochmal ein. Was du nämlich gesagt hast, war dieses, ich bin überfordert in meiner Trauer oder ich hänge da irgendwo und mein Körper reagiert sehr heftig darauf, zum Beispiel durch Freeze oder durch Panik oder was auch immer da sein mag. Und wenn dann jemand von außen kommt, der meinen Körper und meinen Zustand, in dem ich bin, nicht versteht und vielleicht auch gar nicht wahrnimmt und einfach versucht, auf dieser normalen Ebene mich zu erreichen, kann derjenige mir zur
Belastung werden und zu einer neuen Bedrohung. Und jetzt muss ich wieder funktionieren. Und jetzt muss ich für meinen Therapeuten mich anständig verhalten und irgendwas produzieren nach außen, in Sprache, vernünftig darüber sprechen können und so weiter. Und vielleicht können wir ja da mal sagen, jetzt, wie würde denn da eine Morgenlicht-Coaching-Sitzung aussehen für alle, die das, die heute zuhören, zuschauen, die es nicht kennen oder noch nicht erlebt haben? Wie wäre das denn dann? Kommt dann der Morgenlicht-Coach und sagt, jetzt erzähl mir mal deine gesamte Geschichte und breit mal alles aus. Lass uns mal drüber reden. Genau so. Na, das ist genau das, was nicht passieren sollte. Und speziell beim Thema Trauer weiß man das auch, dass es eben nicht gemacht werden soll, sondern um es klar darzustellen, in einer körperorientierten Coaching-Sitzung, in einer Morgenlicht-Coaching-Sitzung geht es erstmal darum, anzukommen, einfach mal hier zu sein, einfach mal Stabilität zu erfahren im Hier und Jetzt. Und das kann Zeit brauchen, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, eine Viertelstunde. Also ich erlebe da alles Mögliche und es braucht eben so lang, wie es braucht. Und dieses Gefühl zu haben, als Klient, es ist alles okay, so wie es jetzt gerade ist, erleichtert schon allein das Gefühl ist wahnsinnig erleichternd. Und nicht drüber reden und nicht erklären, warum es jetzt so sein könnte, weil das sind ja auch alles Vermutungen und geht wieder nur in den Verstand und wir wollen ja in den Körper hinunter. Also es geht darum, da zu sein, sich einmal miteinander auch einzufühlen, den gemeinsamen Raum vom Coach und von dem Klienten zu spüren und dann zu schauen, so wo sind wir jetzt und wo fühlt es sich zum Beispiel gut an. Ist auch eine völlig neue Erfahrung, wenn du tief in einer Trauer steckst, dass dich jemand liebevoll, vorsichtig darum bittet, zu sagen, vielleicht schaust du mal, wo fühlt es sich gut an im Körper? Und dann zu merken, oh, Beispiel meine Hände, die fühlen sich gut an, die sind warm. Dieses Erleben von etwas an mir ist auch noch positiv und das ist gut. Und dann wertschätzt man das beide miteinander und genießt das auch und bleibt vielleicht auch in der Sitzung auch nur dabei. Einfach einmal in dem, was jetzt gut ist und was jetzt daraus nimmt mir auch sehr viel Kraft, da kann man auch dann wieder dankbar sein dafür und achtsam mit dem umgehen. Ja, also genau. Das ist Morgenlicht-Coaching, so habe ich es erlebt und so agiere ich dann auch. Und da muss man auch sagen, jede Sitzung ist anders. Ne? Die erste Sitzung ist immer mal das Kennenlernen, wie denn das ist, und in der zweiten fließt es dann ganz automatisch von, da fühle ich es gut und man freut sich schon drauf. Ah, ich darf wieder reinfühlen, wo es sich gut anfühlt. Und ich finde was, dieses Glücksgefühl zu haben, nimmt dann auch diese Angst von, naja, und jetzt schauen wir mal, wo ist es vielleicht nicht so ganz optimal im Körper. Ja. Dass man auch weiß, man kann auch da wieder zurück in, was ist gut und was ein. Also diese Sicherheit. Ja, ja. Ich hake da gerade nur noch mal ein, weil das so schön war, was du gesagt hast mit dem erstmal vielleicht auch ankommen, erstmal stabilisieren und erstmal auch die Ressourcen finden. Also das, was du gesagt hast, wo ist es angenehm, wo ist Ruhe, wo kann ich wenigstens inmitten von allem, was gerade passiert, ein winziges bisschen Zuflucht finden. Und ich denke, das ist auch wichtig zu wissen, weil viele Leute haben vielleicht das Bild, Traumaheilung, das heißt voll rein in das, was schwer ist und voll Rotz und Wasser heulen sozusagen und in die tiefsten Tiefen reintauchen. Und was jetzt gerade sehr schön rüberkam in deiner Beschreibung war, Moment mal, wir müssen ja erstmal stabil werden, wir müssen erstmal ankommen, erstmal landen, erstmal wieder festen Boden unter den Füßen haben. Und gerade das ist ja etwas, wo wir manchmal in solchen herausfordernden Momenten, wo wir das Gefühl haben, dass erstmal geht das gar nicht, das schaffe ich allein nicht. Und was soll mir das bringen? Was soll mir das bringen, dass meine Hände warm sind? Was soll mir das bringen, dass in meinem rechten Bein irgendwie es sich angenehm anfühlt? Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, auch zu unserem Verstand, der immer denkt, ja, das bringt mir doch alles gar nichts. Und
Genau. Naja, es ist schon dazu da, diesen Verstand auch einmal eine Pause zu erlauben. In dem Moment, wo ich mich fokussiere auf einen Bereich in meinem Körper und wunderbar, wenn ich einen Bereich nehme, der sich gut anfühlt, wie es jetzt, wir haben jetzt einfach das Thema Hände, es sind auch öfters dann die Hände, die sich gut anfühlen, dann kann der Verstand seine Aufmerksamkeit wirklich auf diese Hände legen und ist mal für eine Zeit lang ein bisschen ruhiger. Ja, das wirkt sehr erleichternd. Dann kommt nämlich kein muss, kann, soll und was soll denn das, sondern das ist dann weg, weil ich dieses meine Hände spüre und mit der ganzen Aufmerksamkeit da drinnen bin. Und es gibt, ich muss gerade selber jetzt aufatmen, es gibt so eine Pause von all diesem Druck und von all diesem Schmerz und von all diesen Erwartungen von außen, aber auch von mir selber an mich, weil ich jetzt einfach sein darf, hier und jetzt, einfach reinfühlen darf. Das ist, ja, es ist wie eine Insel in diesem ganzen Trubel. Und die tut gut. Und für den Körper, also ich sehe das zumindest so oder habe das so erfahren, heißt das, hey, wir dürfen uns auf was einlassen, weil es ist nicht sofort schmerzhaft. Es ist sogar. Genau. Das findet der Körper nämlich gar nicht so schlecht, wenn etwas Angenehmes den Anfang macht. Und ja, man sich dann von der Insel aus, kann man sich dann langsam auch, kann man so Abstecher machen in die herausfordernden Bereiche. Genau, dann nochmal zum Thema Trauer. Es gibt ja jetzt verschiedene Situationen in unserem Leben. Wenn man vielleicht einen Todesfall hat oder ja, sogar manchmal für einige von uns, wenn ein geliebtes Haustier stirbt, wo was einfach auch sehr, sehr viel Wärme oder Liebe oder Halt in unser Leben gebracht hat, oder wenn wir eine bestimmte Lebenssituation verlieren oder ein gesundheitlicher großer Einschnitt ist. Es gibt viele Momente, wo Trauer aufkommt. Ja, was würdest du sagen, was könnte einem da helfen, tatsächlich auch sich zu motivieren, sich da Unterstützung zu holen und nicht zu versuchen, da alleine vielleicht auch so durchzubrettern oder einfach Zähne zusammenzubeißen und dran zu denken, dass bald ist es vorbei oder Zeit heilt alle Wunden oder so. Was würdest du da sagen? Also ich denke, es gibt unter Umständen wirklich Menschen, die kommen da allein durch den Prozess. Ja. Was mega toll ist. Und das sind dann wahrscheinlich auch sehr geerdete Menschen, Menschen, die ein gutes Körpergefühl haben, die sehr achtsam mit sich umgehen, ihr Umfeld dem auch anpassen, wie es ihnen gerade geht, sich diese Zeit nehmen können, wahrscheinlich keinen Fulltime-Job haben in einer stressigeren Welt, die das nicht interessiert, ob du gerade deine Mutter verloren hast oder der Partner dich verlassen hat oder deine Katze gestorben ist, an der du so hängst, ne? Dann beginnt diese Parallelwelt ja und das macht sie so anstrengend. Und um da gerade einzuhaken, wenn man eben so parallel funktionieren sollte, dann braucht man Hilfe, weil man dann in dieser Welt, in der dieser Schmerz, das Chaos, das, oh, was soll ich machen? Da ist gar nicht so viel Zeit und so viel Raum. Umso besser ist, wenn jetzt jemand da ist, der hilft, einen Weg zu gehen. Statt dass man selber dann immer am Rotieren ist, finde ich, macht das natürlich Sinn, obwohl das ja jedem überlassen ist. Und manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, es selber zu schauen, wie weit komme ich alleine. Mhm. Und dann sich umzuschauen, naja, was könnte jetzt eine Alternative sein für mich? Was brauche ich? Also ich bin viel in den Wald gegangen. Also ich bin am Tag, ich glaube, 2-3 Mal, also in den ersten Wochen, 2-3 Mal in den Wald gelaufen. Habe auch einen Hund, das macht es vielleicht auch irgendwie noch einfacher. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich kam halt nach einer gewissen Zeit nicht weiter. Ja. Ja, so. Mhm. Und das habe ich gemerkt, das habe ich registriert. Und als Coach ist man ja hoffentlich das auch gewöhnt, dass es für alles Hilfe gibt. Also wenn der Wasserhahn tropft dann und ich ihn nicht reparieren kann, dann rufe ich den Installateur.
Und wenn ich merke, ich habe körperliche Schmerzen und meine Hausärztin sagt, du, dein Blut ist wunderbar, alles ist in Ordnung, bist topfit und gesund, aber ich habe trotzdem Schmerzen und Atemnot und Panikattacken, naja, dann muss man überlegen, gehe ich zum Therapeuten, gehe ich zum Coach, was auch immer, und suche mir da Unterstützung. Mhm. In die Massage. So. Kann ja auch helfen, eine etwas Körperliches mit einer liebevollen, angenehmen körperlichen Erfahrung zu unterstützen. Mhm. Genau. Und ich würde sagen, auch das Thema, über das wir heute sprechen, dass es nicht nur akute Trauer betrifft, sondern manchmal auch Trauer, die schon weit zurückliegt, aber die wir damals nicht verarbeiten konnten. Und ich merke das auch manchmal bei mir und bei anderen, dass auf einmal kommt dann diese Schicht zum Vorschein und wow, der ganze Schmerz ist immer noch da und die Tränen sind immer noch da. Und weil wir vielleicht damals nur gelernt haben, das zu deckeln und wegzustecken, aber nicht wirklich das in die Lösung zu bringen. Oder auch die Zeit nicht dafür da war. Ich denke, genau. Ja, manchmal, wie wir so im Morgenlicht-Coaching-Bereich denken, sicherlich alle so drüber, ja, und ich nehme es in Angriff und ich mach's. Aber mein Körper will das vielleicht gar nicht. Meine Seele will jetzt vielleicht gar nicht, weil sie sagt, hey, das ist zu overwhelming, zu überfordernd für dich jetzt gerade. Lass mal stecken, ne? Mach mal ein bisschen was und dann ist schon mal gut. Und dann kommt das und darauf darf man auch vertrauen. Dein Körper zeigt dir, was wann an der Reihe ist. Und das mag manchmal nerven, weil das genau dann kommt, wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt ist wieder alles mega cool. Ja, so war das auch in meinem Leben. Gerade wo ich dachte, so, jetzt ist alles stabil, jetzt geht's mir gut. Und dann ging die Körpertür so knarzend langsam auf. Okay, nein, bleib drin. Aber genau. Dann merkt man, das hat auch seinen Sinn. Genau. Ja, schön. Ja, danke dir vielmals, Cookie. Ich finde, da hat man jetzt schon mal einen schönen Einblick bekommen und auch, wie vielfältig dieses Thema sein kann. Und dass es tatsächlich auch ein Thema ist, wo man körperorientiert drangehen kann und das in kleinen Häppchen bearbeiten oder verdauen kann, ob es jetzt gerade akut ist oder schon länger zurückliegt. Beides ist möglich. Und wenn jetzt jemand heute dabei war und zugeschaut hat und gesagt hat, oh, ja, das würde ich gern, wie kann denn jemand mit dir Kontakt aufnehmen, um Coaching-Sitzungen zum Beispiel bei dir zu nehmen, Morgenlicht-Coaching-Sitzungen? Genau, die Morgenlicht-Coaching-Sitzungen. Also ich habe die Turmalina-Coaching gegründet. Turmalin, der ist ja gut fürs Nervensystem und da geht es ja gerade ums vegetative Grad sehr drum im körperorientierten Coaching. Und es ist ganz einfach www.turmalinacoaching.com und da ist alles aufgeführt, sind noch ein paar Erklärungen drauf und da kann man Kontakt aufnehmen, Termine buchen, die Telefonnummer finden, whatever. Mhm, super, wir lassen den Link dann auch unter dem Video, dass alle, die wollen, da mal anklicken können. Mhm. Genau, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich finde es gerade total schön, weil ja, ihr wart ja, oder du warst in der ersten Morgenlichtgruppe dabei, in der ersten Ausbildungsgruppe und ich finde es so schön, jetzt euch zu begleiten und das mitzubekommen, euren Weg in die Welt. Und das war von Anfang an ja meine Vision, dass ich gemerkt habe, oh, da gibt es einen Haufen Arbeit und ich kann das gar nicht allein bewältigen. Ich kann gar nicht so viele Sitzungen geben, wie ich gerne würde oder wie es Bedarf dann auch gibt. Da brauche ich ein richtiges Team und ich finde es so schön, dass ihr jetzt da seid und ja, jede auf eure Weise und in der ganz eigenen Art und trotzdem eingebettet in dieses ganzheitliche, dass ihr das anbietet. Danke dir, Cookie, und dann alles, alles Liebe für dich und für dein weiter Wachsen und Blühen. Dann danke ich dir für die fantastische Ausbildung und für das äußerst Ungewöhnliche, weil nach Ausbildungen wird man immer allein gelassen. Du hast uns nicht allein gelassen, du begleitest uns so fantastisch weiter und das stärkt so. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. Danke, Lea. Danke dir. Bis dann. Ciao. Tschüss.